Hallo und herzlich willkommen. Ich drehe heute meinen ersten Vlog. Ich bin heute nicht alleine unterwegs, wie ihr seht. Neben mir ist der Tobi. Tobi, stell dich mal einfach ganz kurz vor. Jo, also meinen Namen hast du schon mal gesagt. Und ja, ich begrüße euch auch zu diesem Vlog. Ich bin auch Bahn interessiert, wie man vielleicht auch im Hintergrund schwer erkennen kann. Heute geht es natürlich auch auf eine Bahntour. Und ja, ich betreibe den YouTube-Kanal zu 2013. Und wir starten jetzt dann mit dem Auto, nicht mit der Bahn, weil wir wollen ein paar schöne Fotostellen aufsuchen auf der Neubaustrecke zwischen Nürnberg und Ingolstadt. Und da kommt man leider nicht mit der Bahn hin. Und von daher wechseln wir dann jetzt mal bald das Verkehrsmittel. Genau, jetzt gehen wir zur U-Bahn, weil das Auto habe ich nicht am Bahnhof geparkt, sondern an der U-Bahn-Station Bau und Fernstraße, was etwas weiter weg ist von hier. Dann auf geht's. So, wir sind jetzt Bauernfeinstraße angekommen mit der U-Bahn. Jetzt sind wir schon zu dritt. Neben mir ist meine Freundin, die Corinna. Hi. Und wir laufen jetzt dann zum Auto, wie vorhin angesprochen. Jetzt nochmal die fantastischen drei. Wir sind angekommen. Und es blinkt auch schon. Das heißt, Rucksack, Kofferraum auf, Rucksäcke rein. Ich habe auch schon ein paar leere Bierkästen besorgt, dass man sich da später dann hinsetzen kann, damit man nicht so lange stehen muss beim Fotografieren. So, Tobi macht jetzt auch noch seinen Rucksack rein und dann geht's auch schon los. Erste Fotostelle erreicht. So, wir laufen jetzt dann weiter zur Brücke. Da vorne kann man es schon wunderbar erkennen. Jetzt sind wir schon an der allerersten Fotostelle angekommen. Ich rede mal etwas lauter. Die Autobahn ist sehr, sehr laut. Und wir denken, dass das Motiv jetzt hier so passt. So ungefähr. Der Tobi macht sich auch schon langsam fertig. Und dann warten wir jetzt mal auf den ersten München-Nürnberg-Express. Okay, jetzt sind wir auf dem Weg zur nächsten Fotostelle, ist bei Hippolstein. Das haben wir zwar geplant, das Wetter sieht jetzt nicht so optimal aus, es soll gleich regnen anfangen. Mal schauen, ob es dann regnen wird. Ich hoffe natürlich nicht. Oh, jetzt kommt ein Gegenverkehr. Und dann werden wir mal sehen, ob die Aufnahmen so gelingen, so wie es der Tobi vorgeschlagen hat. Jetzt sind wir da an der Brücke. Ich parke mal hier schön rechts, dass wir nicht im Weg stehen. Und dann mal schauen.
Wir sind an Fotostelle angekommen, Fotostelle Nummer 2. Und die ist etwas abgelegener und etwas ruhiger. Wie man hört, da hinten ist zwar die Autobahn beim Windrad. Halt die Kamera jetzt mal ein bisschen so, dass da das Wasser reinkommt. Und es regnet gerade. Wir haben im Wetterbericht geschaut, es sollte eigentlich nicht regnen. Wir sind jetzt auch sehr überrascht gewesen. Wir versuchen jetzt trotzdem einigermaßen gute Aufnahmen hinzukriegen. Also der Regen hat uns jetzt doch so ziemlich erwischt. Wir sind jetzt alle ein bisschen mehr oder weniger nass, oder ja, Tobi? Ja, mega nass, ey. Sau krass, ey. Ich hab nasse Haare. Grün hat nasse Haare bekommen und jetzt fahren wir dann zur nächsten Fotostelle bei Denkendorf. Genau, bei Denkendorf, ja. Okay, hoffentlich ist bis dahin besser, weil wir fahren jetzt ein Stück über die Autobahn und vielleicht haben wir Glück und der Wettergott meint es gut mit uns. Ja, genau, richtig. Hoffen wir mal das Beste. Okay. So, wir sind jetzt kurz vor Denkendorf. Gerade eben hat es, die Sonne scheint. Wir sind jetzt kurz vor Denkendorf, gerade eben hat es noch geregnet wie aus Eimern. Und 5 Minuten später sind wir in den Sonnenschein gefahren und jetzt ist es auch bewölkt. Aber die Straße komplett trocken und die Scheibe ist auch sehr schön sauber geworden durch den Regen. Jetzt eine Wolke. So, wir sind jetzt hier an der Fotostelle Denkendorf angekommen. Es hat leider jetzt doch wieder ein bisschen getröpfelt und wir machen uns jetzt dann trotzdem fertig zum Fotografieren. Wir hoffen auf das Gute jetzt im Wetter und dann mal sehen, ob dann die Aufnahmen regenfrei sind. Ich hab das auch noch nie so erlebt. Yeah. Vorher noch so schön im Pfarrerhof und jetzt geht's hier wieder richtig. Also gerade eben wollten wir aussteigen und uns jetzt positionieren, Stative aufbauen und jetzt, man kann es sehen, es tröpfelt oder es regnet eher. So ein Scheiß. Ja. Ja, so genau sind die Wetter-Apps dann eben doch nicht, dass man auf den Meter genau vorhersehen kann, ob es regnet oder nicht. Jetzt die Fotostelle und laufen jetzt etwas weiter nach unten. Wir probieren es dort, weil die Sonne kommt genau von da und der Zug halt auf. Wir probieren jetzt mal so ein Gegenlichtbild. Ist mal was anderes, ist auch mal Kunst. Wer von euch weiß, was sich in diesem Haus befindet, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Ich vermute elektronisches Stellwerk oder Ausrüstung für den Tunnel, der hier in der Nähe ist. Also, wir laufen jetzt wieder nach oben, unten war es dann doch nicht so. Wir probieren es woanders. Ja. Also, wir haben jetzt die Stative hier aufgebaut zum Filmen und Fotografieren. Zum Fotografieren nehmen wir die Kameras.
Und vorhin sind wir gerade eben hier hintergelaufen zum Haus, was man im Hintergrund sieht. Und das wurde leider vom Motiv her nicht so wirklich was. Jetzt sind wir dann hier hinten. Die sind einen Weg da lang gelaufen bis dahinter. War auch nicht jetzt so das Gelbe vom Ei, also uns hat es jetzt nicht so gefallen, weil die Lärmschutzwand im Bild war. Und jetzt sind wir wieder hier, wo wir gerade eben schon waren. Genau, so hat man wenigstens Bewegung, auch wenn es einem ja vom Fotomotiv her jetzt nichts gebracht hat, weil beide Stellen nichts getaugt haben, aber ja, Bewegung ist ja auch schon mal was, ne? Ich will jetzt nichts sagen, aber wir packen jetzt zusammen und es fängt wieder an zu regnen. Genau passend irgendwie. Diesmal passend, ja. Diesmal ist es passend. Wir gehen, wenn es anfängt zu regnen und nicht andersrum wie bei der Stelle vorher. Da hat es ja richtig angefangen zu regnen, als wir hinkamen. Fotostelle Greding angekommen. Wir bereiten uns dann schon so langsam mal vor. Genau. Und Auto ist da oben geparkt. Perfekt, es ist also nicht im Bild oder so, wie bei meinen letzten Ausführungen ist leider ab und zu mal vorgekommen, dass das Auto zu sehen ist. Haben wir den wunderbaren Blick auf die ICE-Strecke und dazu dann noch einen Blick bisschen auf die Autobahn. Ist heute mein persönliches Lieblingsmotiv. Dem Stativ befestigt, deswegen habe ich jetzt nicht am Arm. Und wie ihr sehen könnt, ist die Sonne rausgekommen. Das heißt, wir können jetzt doch noch endlich schöne Bilder bei Sonnenschein machen. Jetzt sind wir langsam schon wieder beim Abbauen. Und wir fahren jetzt dann zur nächsten Fotostelle am Main-Donau-Kanal. Oh, nicht so schnell, es geht bergauf. Ja, ja, zügig. Der nächste Zug wartet nicht. Die Züge, die Verspätung haben sollen, die haben keine. Von daher... Das ist allerdings wahr. Ja, von daher müssen wir uns ein bisschen beeilen. Naja, wir haben noch genügend Zeit. Alles mal rein in die gute Stube. Rein, ne? Ja.
habe jetzt die Tour zum nächsten Ziel eingegeben und das Navi denkt, wir sind auf der Autobahn. Das ist ein bisschen komisch. Oh ja. Also wir sollen jetzt irgendwie auf die Autobahn fahren, obwohl hier keine Auffahrt ist. Und dann irgendwie auf der Autobahn wenden oder bei Greding dann runter. Also ich habe jetzt keinen Geländewagen und ich mache das auch nicht, sondern ich fahre jetzt hier den Feldweg entlang und dann über die Bundesstraße dann zum... Wie wird im Auto schon die ganze Zeit gelacht, hä? genau. So, wie man hier sehen kann, links ist der Main-Donau-Kanal zu sehen. Und Tobi hat sich eine wunderschöne Stelle ausgesucht, die ist direkt da hinten. Die werden wir auch jetzt dann mal aufsuchen mit dem Auto. Also erstmal einen Parkplatz suchen und dann darunter laufen. Man sieht, es regnet zwar noch, aber wir hatten von Glück, aber Unglück. Mal sehen, ob es bis dahin aufgehört noch zu regnen. So, dann müssen wir jetzt einmal hier links, so wie das Navi sagt, durch Bischofsholz. Die Navi sagt dann hier an der Bushaltestelle links abbiegen. Wow, perfekt. Jetzt fahren wir hier durch den Wald. Am Kanal, da kann man doch nicht runterfahren, da ist gesperrt. Das heißt, wir müssen dann jetzt hier parken und dann doch etwas laufen. Würde ich sagen, einfach mal das Auto... Ah, perfekt, hier auf dieser Wiese abstellen. Frisch gemäht, ich denke mal, da kommt so schnell keiner und scheucht uns weg. Das passt. Gerade eben haben wir das Auto geparkt im Wald und jetzt laufen wir zur doch einer der Top-Stellen heute am Main-Donau-Kanal. Das ist allerdings auch die letzte Fotostelle für den heutigen Tag. So, Stative sind auch aufgebaut mittlerweile. Wir haben uns in Position gebracht und wir warten jetzt dann nur noch auf die Züge. Genau, richtig, ja. Die Fotostelle habe ich mir ausgesucht. Dachte ich mal so im Kontrast zu den anderen Stellen, sonst hat man ja den Zug immer von vorne drauf. Ja, hier mal so komplett von der Seite, inklusive Main-Donau-Kanal, also in einem Gewässer. Ja, wenn es jetzt richtig gut läuft, kommt auch noch passenderweise ein Schiff vorbei, aber ja, schauen wir mal. Nach den Aufnahmen sind wir wieder zum Auto gegangen, da es schon mittlerweile Abend geworden ist. Tobi muss später noch seinen Zug nach Hause erwischen. Mit dem Auto fahren wir wieder zur Bauernfeindstraße. So, jetzt sind wir hier durch mit der Tour. Wir sind jetzt wieder Bauernfeindstraße, wo wir unseren Vlog fast schon angefangen haben. Mir hat es persönlich gut gefallen. Meine Lieblingsfotostelle war die in Greding. Ja. Auf jeden Fall und am Kanal.
Und was mir nicht so gut gefallen hat, war das Wetter, dass es nicht so ganz mitgespielt hat, dass es absoluter Regen war. Jetzt kommen wir zu dir, Tobi. Was hat dir am besten gefallen und was hat dir nicht gefallen? Ja, also in Greding vor allem, dass es da nochmal die Sonne rauskam, dass man dann übrigens zwei Aufnahmen von München-Nürnberg-Express mit der Sonne oder ja, mit Sonnenstrahlen auf dem Zug hatte. Das hat mir ja, persönlich dann sehr, sehr gut gefallen. Die Regenaufnahme hatte auch irgendwie was Spezielles, aber es war halt schon sehr, sehr anstrengend, im ja, klatschnass dazustehen und den Zug da aufzunehmen. Genau, was hat dir, Corona, am besten gefallen und was hat dir nicht gefallen? Mir hat alles gefallen, bis auf den Regen. Ja. Okay. Und dass ich euch helfen konnte. Ja. Jo, ja, dann damit verabschiede ich mich von euch. Genau. Wünsche euch einen schönen Tag oder Abend. Genau. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. Tschüss. Tschüss.